So, eigentlich wollte ich heute was mit Mandarinen machen, aber ich habe gerade gesehen, dass ich keine Dochte mehr habe. Habe ich gerade erstmal bei Amazon nachbestellt. Also machen wir Plan B. Wir nehmen uns die die Haselnuss vor. Diese Haselnuss habe ich mal vom Kollegen geschenkt bekommen. Habe die letztes Mal reingesetzt, gebratet. Hier auf halber Höhe ist rein theoretisch noch eine Sperrschicht drinne, zwecks flachen Wurzelteller. Die werde ich heute mal rausnehmen, werden wir mal den Wurzelteller angucken. Danach kommt ein bisschen in andere, kommt ein bisschen anderes Substrat, ein bisschen was mit ist. Das hier ist reine Kokoserde, geht auch, aber hier ist halt wieder Kokoserde, Fiboterm und Rückertec. Und dann gucken wir mal, wie sie sich da drin macht. Sie fängt jetzt langsam an auszutreiben. Ich will sie jetzt noch umtopfen, weil die muss jetzt bald weg. Weil wenn die richtig anfängt zu blühen, dann macht es bei mir ganz doll Hatschi. Und das mag ich nicht. Also will ich die jetzt vorbereiten und dann kommt die halt raus in den Garten oder ganz weit weg hier von meinem Platz. Ja, sie sieht ja ein bisschen hier Katzen. Die Katzen waren immer mal dran. So, wie gesagt, getratet habe ich die letztes Jahr zweimal. Einmal danach fing sie an, fing an, der Draht einzuwachsen. Da habe ich anschließend hab ich den Draht abgemacht. Und nachdem ich den Draht ab hatte, ist sie in ihre ursprüngliche Form zurückgekehrt. Ne? Die wurde wieder kerzengerade. Von da habe ich jetzt immer den Draht letztes Jahr mal ein bisschen breiter ringsrum gemacht. Sie wird jetzt irgendwann anfangen, auch dicker zu werden. Und von daher, ich muss es jetzt beobachten, wann der Draht dann tatsächlich ab kann. Aber jetzt gucken wir erstmal, ich baue jetzt hier mal alles um und dann gucken wir, nehmen wir die mal raus und dann gucken wir uns das mal alles an. Dann topfen wir die wieder neu ein. Mal gucken, da haben wir heute vielleicht mal ein kürzeres Video, aber ist ja manchmal auch nicht so verkehrt. So, dann sind wir unter gewohnten Einstellung. Und schauen mal, ich denke mal, die Sonne ist noch nicht so weit rum, dass es jetzt Probleme macht mit dem Licht. Mir scheint es ganz mal an. Jetzt versuchen wir die erstmal irgendwie da rauszuholen. Oh ja. Ach du mein Schreck, das ist ja noch mit Serames. Ach du meine Güte. Okay. Ja, das waren die Anfänge. Da habe ich es mal mit Serames versucht. Dumme Idee, Kokoserde und Serames zusammen. Dumme Idee, ganz dumme Idee. Das ist wie ein Schwamm. So. Mal. Ach, hier ist auch die Platte. Da hatte ich damals einfach, was ist das hier? Kann man nicht mehr erkennen. Irgendwas hatte ich damals da reingemacht, einfach damit die Wurzeln wirklich flach verlaufen. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an hier. Oh ja, aber ne? Ist schon gut gewachsen. So, wo habe ich denn meinen Stäbchen eingebuddelt. So, ich versuche jetzt wirklich nur ein bisschen was freizulegen. Einfach damit ich es vielleicht auch ein bisschen höher kriege. Mal gucken. Bis zum Wurzelansatz. Und dann ein bisschen höher. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich werde mal probieren. Wir werden mal unten ein bisschen was vom Wurzeln wegschneiden. Und dafür auch oben ein bisschen Austrieb wegschneiden. Einfach so, dass sie wieder Kraft hat. Also das wird noch eine ganze Weile dauern, ehe das hier wirklich ein sinnvoller Bonsai ist. Also ich sag mal, 1, 2 Jahre wird er auf jeden Fall noch stehen und immer mal, also einmal im Jahr rausnehmen, mal die Wurzeln ein bisschen befreien. Oh ja, das ist also Kokoserde und Serames, das macht einfach keinen Sinn. Das brauchst du nicht. So, hier ist eine relativ große Wurzel. Okay. Okay. Wir versuchen jetzt so also viel wie möglich von dem alten Quatsch rauszukriegen. Damit das neue Substrat, damit es überall einwurzeln kann, weil das ist mir zu feucht hier. Ich meine, es hat es gut vertragen, aber es muss ja nicht sein. Man muss es ja nicht provozieren. So. Jetzt haben wir hier
ganzes Stück. Da ist meine Schere, da ist meine Schere. So, jetzt machen wir einfach mal rigoros, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Schneiden wir mal unten. Ach, die beste Schere vom Haus hier. So, schneiden wir einfach mal unten ein bisschen was weg. Und dasselbe machen wir dann nachher auch oben. So, dann machen wir gar nicht lange rum. Unser Topf. Da kommt von dem Substrat erstmal wieder was rein. So, dann gucken wir mal. Dann wird die jetzt so hier oben drauf stehen. Dann nehmen wir wieder die Platte dazwischen. Einfach so, dass sich die Wurzeln schön verbreiten können. Also so, dass die Wurzeln in die Breite gehen, nicht in die Tiefe. Ziel sollte es eigentlich sein, dass man das letzten Endes ringsrum, ich sag mal, ringsrum einfach abschneidet. Alles, was nach unten wächst. Alles, was über diese Platte hinausläuft, nach unten wächst, sodass ich oben schön einen Wurzelteller bilden kann. Ich mache es jetzt auch noch nicht so lange. Ich habe jetzt auch noch keine großen Erfahrungen. Wie es läuft, wie es funktioniert. Das ist alles immer noch Jugendforsch bei mir. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir können ja alle gemeinsam lernen. Deswegen mache ich auch die Videos. So. Mal gucken, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass er zumindest so eingepflanzt wird, dass er ein bisschen stabil steht. Es wird wieder schönes Wetter, man hört es wahrscheinlich im Hintergrund. Die Leute kommen wieder raus. Die Corona-Regeln sind gelockert. Da treibt die Leute automatisch wieder nach außen, aber wer will es den Leuten verwehren? Das macht ja keinen Sinn. So. So, okay. Jetzt haben wir den, der wird dann nachher richtig gut angegossen. Aber jetzt machen wir mal tatsächlich oben. Wir nehmen jetzt. Wir schneiden jetzt einfach mal ein bisschen was weg, dadurch, dass wir halt auch unten an den Wurzeln was weggeschnitten haben. Es ist jetzt zwar alles neu im Austrieb hier, aber das soll mich jetzt erstmal nicht stören. Ich hoffe, die Pflanze auch nicht. So. So. Und so. So, da kann sie jetzt wieder komplett neu austreiben. Das passt. Stabil steht es jetzt überhaupt nicht, also ein bisschen aufpassen. Oder halt irgendwie festbinden. Festbinden ginge wahrscheinlich auch. Aber ich beobachte das Ganze jetzt erstmal, ob sie dann noch wirklich Austrieb hat. Jetzt wird erstmal angegossen. Furze. Muss er immer in der Hand haben, dann können wir vielleicht mal. Der eine Ast hier, der sieht ein bisschen so aus, als wenn er es nicht geschafft hätte über Minder. Irgendwie sieht er nicht so aus, dass er. Mal nachgucken. Ne, das. Der ist trocken. Der ist trocken. Ja, wir sind mal geduldig. Wir warten mal ab. Also der hier unten sieht sehr trocken aus. Der sieht auch von der Erscheinung her ganz anders aus als die anderen Äste. Aber hier unten kommt ein neuer Austrieb raus. Vielleicht schaffen wir es damit irgendwas zu machen. Ich lasse den jetzt erstmal dran. Im Ernstfall schneide ich den ja weg, wenn ich sehe, dass er überhaupt nicht mehr austreibt. So, und dann. Ja, dann hat sich es jetzt erstmal. Das Ganze wird jetzt angegossen. Und dann bleibt er wieder ein Jahr hier drinnen, bis ich, ja, ich sag mal, in der Hoffnung, dass er einen schönen Wurzelteller bekommt und dann eine entsprechende Schale rein kann. Aber jetzt muss er sich erstmal erholen. Angegossen wird jetzt nicht mit gedüngtem Wasser, sondern angießen am besten mit Osmosewasser oder mit Regenwasser. Irgendwas, wo halt nicht so viele Nährstoffe drin sind, einfach damit die Wurzeln auf die Suche gehen nach Nährstoffen, damit sie anfangen,
Wurzeln auszubilden. Alles andere wäre jetzt Blödsinn. Also jetzt richtig mit Dünger und so anfangen, da ist er jetzt noch nicht so weit. Das machen wir dann alles mal später. Oder nebenbei. Und ja, das war's. So. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, eigentlich sollte es heute ein ganz anderes Video geben, aber aufgrund der Situation ist es jetzt halt mal das geworden. Ich habe mir jetzt aber vorgenommen, ich versuche zumindest jede Woche ein Video zu machen. Und ja, ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Bei wie viel sind wir? Bei 8 Minuten plus das andere sind wir mal schön bei 10 Minuten Video. Alles cool, alles. Wow, okay, ja. Stabil ist anders. Na, kriegt man es hin. So. Also, wie gesagt, angießen und dann vielleicht nochmal durchstochern und dann hat sich's. Na, gut, bis zum nächsten Mal.